Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einer weiteren Review. Heute soll es gehen um den Film The Ballad of Buster Scruggs. Ein Film der Coen Brothers, der auf Netflix zu streamen ist, ist auch bei uns nur dort erschienen. Der hat bei uns keinen Kino-Release gehabt, eben ganz einfach deswegen, weil das eine Netflix-Produktion ist. Also die Coen haben für Netflix produziert und wenn man sich diesen Film so anschaut, kommt man nicht ganz umhin, zu bemerken, dass dieses Konzept dieses Films, den uns da die Coen Brothers servieren, eigentlich schon für sowas wie Netflix gemacht ist, beziehungsweise eigentlich ganz was anderes hätte sein sollen. Eigentlich hätte nämlich der Film The Ballad of Buster Scruggs eine Miniserie werden sollen, bestehend aus eben 6 Teilen. Dann hat man sich eben während des Schreibprozesses und während des Produktionsprozesses dafür entschieden, daraus einen Film zu zimmern. Dieser Film dauert jetzt dann ungefähr 2 Stunden 10, also ein bisschen Überlänge, aber jetzt nicht wirklich. Und wie schon gesagt, werden in diesem Film 6 Stories erzählt. Klingt als Konzept relativ interessant, wenn man nun auch noch dazu sagen muss, dass die Filme zumindest inhaltlich, also was die Hauptpersonen angehen und die Storyentwicklung, also storytechnisch, nichts miteinander zu tun haben. Worum geht es? Wir befinden uns im Wilden Westen. Die Coen Brothers entführen uns in diese Zeit und erzählen uns 6 miteinander überhaupt nicht zusammenhängende Stories, die schon allein vom Ton her und von dem, was sie uns eigentlich erzählen wollen, unterschiedlicher kaum sein könnten. In der ersten Story begegnen wir einem vagabundierenden Singer, der eine Songbird, so wird er uns vorgestellt, eben diesem titelgebenden Buster Scruggs, der durch den Wilden Westen reitet, immer ein Lied auf den Lippen hat und dann eben in einer Bar in etwas verwickelt wird, was aber so scheint es irgendwie sein tägliches Leben darstellt. Also das passiert ihm sicher nicht zum ersten Mal. Das ist die erste Story. Die zweite Story ist ein Bankräuber, der eine Bank, die irgendwo im Nirgendwo steht, überfällt. Dann aber draufkommt, dass der Bankangestellte, der da arbeitet, das er ja noch ein bisschen unterschätzt hat. Diese ersten 2 Stories sind eigentlich die 2, die man am ehesten so in so einem Film erwarten würde. Jetzt, wenn man hört, Coen Brothers machen einen Western-Film, dann sind das wahrscheinlich genau die 2 Stories, wo man sagt, das hat schon sehr viel von dieser Art und Weise, wie die Coens die Filme erzählen. Aber dazu dann ein bisschen später mehr. Die dritte Story legt nämlich gleich schon einen kompletten U-Turn hin. Wir begegnen in der dritten Story einem Schausteller, der quer durch den Wilden Westen zieht mit seinem Waggon und er hat eine ganz besondere Attraktion, nämlich einen Mann ohne Hände und Beine, der auf der Bühne steht und Shakespeare, George Washington und sämtliche andere Gedichte rezitiert, das Ganze eben auswendig und so verdient er sich eben seinen Unterhalt, bis er dann eben an eine Station kommt, wo er dann sieht, was es halt sonst noch gäbe. Um das jetzt einmal so ambiguös wie möglich zu formulieren. Das ist die dritte Story. Die vierte Story ist die Story eines Goldsuchers, der auf eine Goldader stößt, beziehungsweise diese Goldader sucht und dann kennenlernen muss, was es heißt, eine Obsession mit diesem Gold zu entwickeln und gleichzeitig auch noch irgendwo Gefahr zu laufen, um die Früchte seiner Arbeit gebracht zu werden. Die fünfte Story ist eine sehr tragische Geschichte über Verlust, über Tod an sich. Also wir begegnen dort einer Frau oder einer jungen Dame, die eben auf ganz harte Touren kennenlernen muss, was es eben heißt, sich mit dem Tod auseinandersetzen zu müssen. Und die sechste Story ist ganz interessante. Also das war tatsächlich eine dieser Stories, die wo man wirklich ein bisschen nachdenken muss und wirklich auch sehr genau aufpassen muss, damit man irgendwie versteht, um was es da wirklich geht. Wir begegnen dort 3 Menschen in einer Kutsche, die auf einer ganz besonderen Reise sind. Um da ja nicht zu viel zu verraten, weil das sollte man wirklich nicht zu viel verraten bei der letzten Episode. So, Coen Brothers erzählen uns eine Western-Anthologie mit 6 Stories, die nicht zusammenhängen gleichzeitig, aber auch schon tonal komplett anders daherkommen. Kann sowas funktionieren? Das ist jetzt die große Frage. Für mich kann das gut funktionieren. Also muss ich wirklich sagen, The Ballad of Buster Scruggs immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil ich nicht immer ganz gute Sachen drüber gehört habe. Also ich habe ganz viel gehört von wegen 6 Episoden, wo aber dann nur 2 gut sind.
Die anderen sind so eher meh, beziehungsweise gar nicht, überhaupt nicht gut. Ist halt überhaupt nicht zusammenhängend und kann die überhaupt nicht holen. Da muss ich an der Stelle ganz entschieden widersprechen. Ich war ganz, ganz selten wirklich gelangweilt in dem Film. Der ist super unterhaltsam. Gerade was die ersten zwei Stories angeht, und jetzt gehen wir ganz kurz ein bisschen über den Stil bzw. über die Herangehensweise in diesen Episoden. Die ersten zwei Episoden, habe ich schon gesagt, sind so das, was man am ehesten mit Coen verbindet, vielleicht von der Machart und von der Art und Weise der Erzählung. Die erste Story ist nämlich eigentlich nichts anderes wie Looney Tunes für Erwachsene. Die zweite Story ist so das klassische Western-Bankräuber-Geschichtel, das man heute so kennt. Und dann dreht der Film plötzlich in ganz, ganz dunkle Territorien ab. Da kriegen wir dann Geschichten serviert über Obsession, über Trauer, über Tod, über Suizid, über Auseinandersetzung mit dem Tod. Im Grunde haben nämlich die Geschichten eine einzige Sache gemeinsam. Das ist so dieses Thema, das über diese Storys thront. Es geht eigentlich um Sterben. Es geht um die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit. Und die verschiedenen Herangehensweisen an diesen Fakt, dass jeder irgendwann einmal sterben muss. Jetzt kann man da natürlich wieder prätentiös unterstellen und so, dass das eben eine Art und Weise ist, wenn man das vielleicht nicht, dass es vielleicht auch nicht alle so verstehen. Vor allem in der sechsten Episode kann ich mir dann durchaus vorstellen, dass das für den einen oder anderen wirklich ein bisschen ein Problem sein könnte, dass man da genau durchblickt, um was es jetzt da wirklich geht. Das ist aber gleichzeitig für mich persönlich eigentlich das Highlight gewesen in dem Film, weil die letzte Episode wirklich total poetisch daherkommt, der dann auch mit einer Art der Message aufwartet, die ich im ganzen restlichen Film nicht gesehen habe. So, der Film war dreifach Oscar nominiert, hat beispielsweise für einen Song, der gleich in der ersten Geschichte vorkommt, herrlich, dann war auch nominiert fürs Drehbuch. Und da muss ich dann sagen, das weiß ich nicht, ob das so okay ist. Also in der letzten, nicht falsch verstanden, letzte Episode ist brillant geschrieben. Da sind wirklich teilweise Momente drinnen, auch in der Goldsucher-Story, by the way, die wirklich so präzise ausgearbeitet sind, wo man wirklich sieht, das Drehbuch ist so präzise gefertigt worden, dass man das schon irgendwo nachvollziehen kann. Trotzdem muss ich tatsächlich sagen, dass der Film schon so seine Momente gehabt hat, die für mich persönlich nicht funktioniert haben. Das ist natürlich jetzt jammern auf einem relativ hohen Niveau. Trotzdem muss ich sagen, es ist jetzt für mich nicht einer der besten Coen Brothers Filme. Das liegt an mehreren Dingen, vor allem aber tatsächlich daran, dass sich die Episoden zwischendurch schon sehr voneinander unterscheiden, gleichzeitig aber nicht das gleiche Tempo an den Tag legen, beziehungsweise einfach nicht die gleiche Unterhaltungsweise an den Tag legen. Das ist ganz gut, wenn man sehr vielfältig unterhalten werden will, dann ist der Film wirklich durchaus mehr wie nur einen Blick wert. Wenn man sich aber aus dem Genre gewisse Dinge erwartet, dann kann es dann doch sein, dass der Film die ein oder andere Erwartung hinten raus vor allem untergräbt. Bei mir war es zwar nicht so krass wie bei einigen Rezensenten, die den Film sehr schwach bewertet haben, trotzdem komme ich nicht umher zu sagen, dass sie von den Coens doch dann sehr viel Stärkeres schon gesehen haben. Also diese Klasse von No Country for Old Men oder The Big Lebowski oder Fargo, das ist dann doch eine Klasse, die The Ballad of Buster Scruggs für mich persönlich nicht ganz erreicht. Trotzdem ist es am Ende ein Film, denn wenn man ein Netflix-Abo hat, man auf keinen Fall verpassen sollte. Und das liegt an mehreren Dingen. Erstens einmal liegt es an der makellosen Kameraarbeit. Der Film schaut wirklich super schön aus. Der ist super ausgestattet. Der ist wirklich auf einem absolut ganz, ganz hohem Niveau produziert. Das gleich mal, also filmisch auch umgesetzt. Da lasse ich nichts drüber kommen. Zweiter Grund, warum man den Film unbedingt anschauen sollte, ist durchaus die hohe Stardichte, aber Stardichte heißt nicht immer gut, in dem Fall aber schon, weil jeder der Stars, der da vorkommt, wirklich seine Sache ausgezeichnet macht. Ob das jetzt, weiß ich nicht, ein Tom Waits ist, der als Goldsucher da auftaucht und eine One-Man-Show abliefert, wo ich an der Stelle wirklich schon einmal zwischendurch ganz kurz einmal diskutieren möchte, warum der so unterm Radar geflogen ist in der jeweiligen Award-Season, über den hätte ich schon so das ein oder andere Wörtchen verlieren können, meiner Meinung nach. Liam Neeson, super. Da kommen dann James Franco und so weiter, also da kommen schon so die ein oder anderen vor, den man erkennen könnte an der Stelle. Jeder macht das wirklich auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Da kann man wirklich an der Stelle nichts sagen. Das Drehbuch
Für den einen ist es was, für den anderen ist es nichts. Mich hat es trotzdem am Ende gut unterhalten. Und obwohl es nicht die ganz großen Höhen der Coens erreicht, ist es trotzdem einer der besseren Netflix-Filme. Und deswegen möchte ich The Ballad of Buster Scruggs an der Stelle auch 7 von 10 möglichen Punkten da lassen, weil ich wirklich der Meinung bin, der macht ganz vieles sehr richtig. Nicht alles ganz richtig, aber durchaus serviceable. Und das ist in dem Fall für mich dann auch schon durchaus eine Empfehlung wert. Wer auf Western steht, wer auf interessante und teilweise sehr krude Stories steht, wenn auch ein relativ hoher Gewaltgrad nicht stört, weil gerade in der ersten und zweiten Episode wird es dann doch recht, gell? Dann möchte ich wirklich sagen, schaut euch The Ballad of Buster Scruggs on the Sand. Es ist ein sehr interessantes filmisches Experiment, das die Coens da angegangen sind, wo man dann auch sagt, ja, vielleicht hätte es als Miniserie noch einmal etzel besser funktioniert. Trotzdem ist es unterhaltsam und ich habe mir wirklich Schlimmeres erwartet. Vielleicht liegt es dann auch ein bisschen an meiner Erwartungshaltung. Aber für mich hat der Film überraschend gut funktioniert. Damit darf ich mich an der Stelle aber auch schon wieder ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.